Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bed Wars 8x1. Und wie ihr es wahrscheinlich an meiner Tonlage schon ein bisschen hört, will ich heute um ein ziemlich ernsteres Thema sprechen. An sich einfach so, weil vorgestern ist bei uns ein bisschen weiter vom Ort entfernt eine Sache passiert, so wo ich einfach gerne drüber reden will in einem Video. Da es wirklich passiert ist, dass die Bahnschranken runtergegangen sind, unten waren und dann zwei Vollidioten sich gedacht haben, ach, muss ich ja nochmal rüberlaufen, weil ich ja es so eilig habe. Und ja, dann wurden genau diese zwei Leute von eben diesem Schnellzug mitgenommen. Ich habe mir einfach gedacht, so, das ist früher schon mal bei uns im Ort passiert. Oder ja, bei uns im Ort, jetzt ist es etwas weiter weg passiert. Halt eben genau und oh mein Gott, nein. Naja, und auf jeden Fall, das ist bei uns halt früher dann schon mal passiert. Und ich stelle mir, alles klar, was soll das gerade für ein Leck? Stellt euch mal vor, ihr seid zu Vater und Kind, ihr habt gerade euer Kind von der Schule beispielsweise abgeholt oder von irgendeinem Training oder so. Wartet so ganz normal an den Schranken, seid so ganz vorne mit dem Auto. Und dann kommt einfach zwei Vollidioten, die über die Schranke gehen und euer Kind, so wie ihr seht, wie diese zwei Leute von dem Zug erfasst werden. So, was muss es vor allem für das Kind für ein Trauma werden oder gewesen sein? Oder was muss das Kind jetzt für ein Trauma haben, dass man einfach gesehen hat, wie diese zwei Leute, ich kann mir das, das Ding ist, ich kann es mir selbst nicht vorstellen, weil meiner Meinung nach muss einem sowas passiert sein, damit man sich vorstellen kann, wie man reagieren würde. Schließlich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie das aussieht, wenn da zwei Leute von einem Schnellzug erfasst werden. Nur ich würde mir wirklich gern mal vorstellen können, was man dann denkt, wenn man das sieht. Oder vor allem, was müssen die Toten gedacht haben oder die jetzigen Toten, bevor sie halt gestorben sind, haben die das überhaupt gecheckt? Oder wurden die einfach von dem Fuß, von dem Zug erfasst und waren direkt tot und haben es selber gar nicht mehr mitbekommen? Schmerzfrei so. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, das Ding ist auch, wie muss der Typ, der Bahnfahrer, was muss der jetzt denken so? Der muss ja jetzt auch ein komplettes Trauma haben, wenn man sieht, wie zwei Menschen auf die Windschutzscheibe von diesem Zug knallen. Das Ding ist halt, dein Umfeld ist ja genauso involviert. Schließlich, wenn sowas passiert, du kannst deinen Job verlieren. Denk ich mal, selbst wenn du daran nicht schuld bist, weil du kannst ja nichts dafür, dass dir da zwei Volldeppen vor den Zug laufen. Nur, so, du kannst deinen Job deswegen verlieren. Jetzt als Zugfahrer. Du musst privat dann noch diese psychologischen Stunden mit dem Psychologen machen, weil das Problem einfach ist, dass du sonst mit einem Trauma da rausgehst. Und dann wird deine Familie wahrscheinlich auch mit dir nochmal darüber reden, was jetzt passiert ist überhaupt. Weil ich denke mal, die wird da auch was wissen wollen oder dir halt helfen, dass du da wieder auf den richtigen Pfad kommst. Wenn dir so zwei Volldeppen vor den Zug laufen, es kann einfach für jeden Betroffenen, für jeden, der das sieht, hat das so große Auswirkungen auf das komplette Privatleben. Guck mal, zum Beispiel der Vater von dem Sohn jetzt, ne? Der Sohn hat psychologisches Trauma, der Vater genauso. Sie müssen zu einem Psychologen, haben aber vielleicht gerade nicht das Geld dazu, um überhaupt einen Psychologen aufsuchen zu können. So, dann müssen sie einfach aber zum Psychologen, kriegen das vielleicht von irgendjemandem gestellt. Von dem Kind muss vielleicht die private Zeit, vielleicht kann er auch gar nicht mehr in die Schule gehen, weil er so ein Trauma davon hat. Und da wird dann auch nochmal, vielleicht werden die Noten schlechter oder sonst was. Und bei dem Vater, der wird auch erstmal wahrscheinlich nicht arbeiten gehen können, etc. Ich denke mal, dass der dann trotzdem Geld bekommt, aber trotzdem kann der halt nicht arbeiten gehen, ne? Dann muss er wahrscheinlich privat auch eben diese Stunden da machen und da gibt es dann halt so viele Auswirkungen. Vielleicht werden die Kindesnoten dann schlechter. Vielleicht gibt es dann im späteren Leben vor allem auch nochmal Rückfälle, irgendwie, dass du dich doch noch an was erinnerst oder das noch nicht richtig verarbeitet hast, weiß ich nicht was. So, das. Oh nee, das kann man so groß gar nicht ausschiffen in einer Aufnahme, dass man sagen kann, okay, das kann passieren.
Das geht gar nicht, wenn man sich selber auch so groß gar nicht vorstellen kann, dass überhaupt sowas passiert. Mich würde trotzdem mal interessieren, so eure Meinung, vor allem zu diesem Thema. Und ich bin dumm, weil ich nicht gecheckt habe, dass der Typ sich gerade zu meinem Bett baut. Falls ihr mal irgendwie schon so ein Erlebnis habt, was ich wirklich niemandem wünsche, würde ich mir da vielleicht mal eine Story oder so, vielleicht wenn ihr darüber noch schreiben könnt, als Betroffene beispielsweise, würde ich mich über eine Story dazu in den Kommentaren nochmal auch sehr freuen. Und der Typ soll jetzt weit genug von meiner Base weggehen. Dann tippe ich mich nämlich jetzt nach Hause. Er hätte einfach warten müssen, bis mein Web weg ist. Hallo! Habt ihr das gerade gesehen? Ist mir jetzt egal, ich nehme die Runde trotzdem noch. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Ich stand da gerade und ich habe ihn perfekt angeaimt, habe aber keine Hits auf ihn bekommen, währenddessen er mir 3 Hits gegeben hat, wodurch ich dann das Lockback nach hinten bekommen habe und halt nach hinten weggefallen bin, ne? Und wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video, das etwas ernstere Thema, jetzt gefallen. Könnt mir gerne mal schreiben, ob ich öfter mal ab und zu so ein ernsteres Thema ansprechen soll. Das ist nämlich mein Videotyp, ehrlich gesagt nicht. So, aber ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.